Freunde, es ist ja ziemlich wichtig, sich, wenn man sich unterhält, eben Blickkontakt zu halten. Ihr merkt ja, wenn ich mich immer wieder mit euch unterhalte und wir miteinander reden, dann habe ich zwar, meine Augen sehen so aus, als würde ich mich vielleicht immer leicht nach rechts orientieren, aber ich gucke euch auf jeden Fall mehr oder weniger ins Gesicht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, außer eben heute. Heute müssen wir ein bisschen unfreundlich sein, denn es ist vielleicht nicht von Vorteil, wenn wir heute viel Blickkontakt mit anderen Leuten oder besser gesagt Tieren oder Monstern haben werden. Denn ihr kennt ja, denke ich mal, alle den guten alten Enderman. Und ihr wisst auch, was ein Enderman macht, wenn du diesem in die Augen guckst. Oder besser gesagt, auf den Kopf guckst. Der wird sauer. Man weiß nicht warum, was er dagegen hat oder so, ob er vielleicht ein bisschen scheu ist oder ein bisschen introvertiert oder was auch immer. Auf jeden Fall mag er das nicht, wenn du ihm in die Augen schaust. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Enderman seinen Einfluss heute auch in unserer Minecraft-Welt hatte, weswegen der ein oder andere Kollege hier in der Nähe vielleicht auch ähnliche Enderman-Attribute heute an den Tag legen würde. Ich kann es euch ganz kurz mal demonstrieren. Wenn wir uns heute versuchen, mit dem Schwein vielleicht nett zu unterhalten, sollten wir ihm dabei lieber nicht in die Augen gucken, denn wenn wir das tun, dann ja, dann ist es halt direkt vorbei. Denn anders als es normalerweise in Vanilla Minecraft ist, wenn wir eben einfach nur einem Enderman in die Augen gucken, dann würde der normalerweise uns nur angreifen. Heute ist es einfach direkt so, dass wir halt dann einfach One-Hit sind und einfach direkt sterben. Das Ding ist, es ist natürlich nicht nur bei Schweinen so, es ist bei allen Tieren. Aber ihr könnt euch auch sicherlich denken, das wird eben nicht nur bei Tieren so sein, das wird auch bei jeglicher Art von Monster sein. Das wird bei Zombies, bei Creepern, bei Skeletten, bei Piglins, beim Enderdrachen und was auch immer allem sein. So, dass wir uns heute auf jeden Fall bei jeder Bewegung, die wir eben heute machen werden, ganz genau sicher gehen müssen, dass wir eben keinem Monster irgendwie in die Augen gucken. Es kann halt so klein und so weit entfernt sein, wie es halt möchte, solange wir es halt irgendwie anvisieren und dabei auf dem Gesicht sind, sterben wir. Ja, das dürfen wir nicht machen. Was wir mit einem Kürbis machen können, ist mehr oder weniger, naja, ich kann es euch ganz kurz zeigen. Also, weil gerade viele Leute fragen, ja, Bossi, was ist denn dann mit einem Kürbis? Weil bei einem Enderman ist man ja natürlich ziemlich sicher davor. Ich sag's mal so, also wir sehen natürlich schon ziemlich cool aus, aber ob uns das halt am Ende was bringt, mag ich zu bezweifeln. Also dementsprechend ist, denke ich mal, euer toller Tipp. Ich glaube, wir sollten es lieber lassen. Also ich glaube, ein Kürbis wird uns nicht viel bringen. Freunde, ja, ich freue mich. Ich werde sehr wahrscheinlich weinen, denn das Problem an dieser ganzen Challenge ist, dass ich einfach gar keinen Einfluss drauf habe. Es kann ja auch einfach mal passieren, dass einfach hier ein Monster gerade erst überhaupt rendert und ich es noch nicht mal überhaupt sehen kann, aber einfach schon tot bin, bevor überhaupt irgendwas passiert. Und wir können halt heute auch so einige Monster eben gar nicht erst angucken, wenn wir versuchen halt, deren wichtige Items für uns ranzuholen. Zum Beispiel eine Blaze. Wir müssen halt irgendwie Blazes töten, ohne dass wir die dabei angucken, also ins Gesicht angucken. Wir müssen uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Und ja, sollte euch das Ganze gefallen, dann wisst ihr, denke ich mal, was ihr tun solltet. Lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Abonniert auch sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und Leute, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sehr mich diese Challenge heute quälen wird. Und ich werde heute, also ich weiß gar nicht, was wir für Taktiken entwickeln werden. Vielleicht muss ich teilweise permanent in die Luft schauen. Vielleicht darf ich heute generell nur auf den Boden gucken. Vielleicht muss ich heute einfach mal den Kopf ein bisschen senken und ein bisschen mehr darüber nachdenken und auf jeden Fall jeden einzelnen Schritt von mir bedenken. Das ist auf jeden Fall das, was mehr oder weniger uns zum Erfolg dieser Challenge führen wird. Aber ich möchte euch mal ganz kurz sagen, selbst wenn wir es in den Stronghold schaffen, was allein schon eine ziemlich krasse Leistung wäre, wir dürfen halt dann selbst im End nicht einem Enderman in die Augen gucken, weil sonst sind wir auch instant tot. Plus, da ist halt auch ein großer Drache, den wir wahrscheinlich töten wollen. Also den müssen wir töten, damit wir diese Challenge schaffen. Also wir dürfen halt auch nicht diesem Kollegen in die Augen gucken. Also, yo, keine Ahnung so richtig, warum ich mir sowas wieder vornehme. Aber ja, man will sich ja immer wieder steigern und man möchte immer wieder neue, verrückte Sachen machen. Ja, da sind wir dann halt hier. Ich denke mal, ich kann ja rein theoretisch im F5 erstmal so laufen. Wenn ich hier am Anfang so laufe und jetzt nicht gerade... Ey, die Hasen sind aber auch top getarnt. Die Dinger sind ja auch komplett angepasst an diese Sandwüstenfarbe. Ja, da müssen wir aufpassen. Piglin Trading ist halt auch trotzdem möglich. Also, ich muss ja keinem Piglin in die Augen gucken, sondern ich werfe dem halt einfach das Gold hin. Der wirft mir eben meine Sachen hin, die ich halt eben dann haben möchte. Im besten Fall Enderperlen. Und dann haben wir es. Das sollte insofern passen. Was ist mit Kängurus in den Savannen? Ja, vor den Kängurus in den Savannen muss ich auf jeden Fall auch aufpassen. Sorry, Bruder, hast du schon das 1.18 Update gespoilert oder was möchtest du mir gerade von Kängurus in Savannen erzählen? Habe ich irgendwas verpasst? Hallo? Ich war so einen Tag nicht da. So einen Tag habe ich am Abend nicht gestreamt, sondern Early Stream gemacht. Auf einmal gibt es Kängurus. Ja, es wird auf jeden Fall ein komplett neues Spielerlebnis und ich bin gespannt, an was ich heute so scheitern werde. Welche Monster mir heute die meisten Bauchschmerzen bereiten werden? Joa, mal gucken. Wird schon alles, denke ich mal, gut klargehen. So. Alle Entities, also auch Endcrystals? Nee, es geht nur um Tiere. Monster, alles, was halt irgendwie lebt. Also ich darf heute schon tatsächlich in einem Armor-Stand oder einem Boot in die Augen gucken, die es, by the way, natürlich auch gibt. Ja, ein Ocean ist halt auch gefährlich, ne? Also jetzt einfach auf den Ozean lang traveln und mit einem Boot rumfahren, weil ich meine, wenn wir halt irgendwie in einem Squid, Tintenfisch oder irgendwie
den ganzen kleinen Fischen in die Augen gucken. Ich meine, das ist dann auch schnell vorbei. Ja, wonach suche ich denn jetzt eigentlich aktuell? Eigentlich suche ich am besten nach einem Dorf, um dort einfach eine Menge Weizenblöcke ranzuholen. Einen Rune Porter würde ich gerne nehmen, um vielleicht Gold ranzuholen. Ein bisschen Eisen. Ich brauche auch einen Eimer. Aber an sich spielen wir das ja eigentlich so ein bisschen wie ein Speedrun, dass wir eben einfach versuchen, schnell Minecraft durchzuspielen. Ein Wolfie für Blazes. Boah, ja, aber guck mal. Allein das Zähmen eines Hundes kann ja auch schon totaler Killer werden. Ein Bogen für Food. Also ob wir ein Tier sozusagen am Rücken oder am Po totboxen können oder ob wir dann sterben, weil ich glaube, das sollte ja an sich gehen. Die Challenge ist ja, dass wir wie bei einem Enderman nicht ihm in die Augen gucken können. Ja, und wenn ich jetzt mal hier so ein Schaf mir angucke. So, Moment. Oh Gott, was mache ich hier? Hilfe! Ja, das funktioniert. Und wir haben, by the way, mal wieder die falsche Challenge auch zusätzlich an. Wir versuchen nämlich gerade auch nochmal alle Monster, die es eben in Minecraft gibt, zu töten. Okay, Moment. Skelett. Kriege ich dich tot, ohne in deine wunderschönen Augen zu gucken? Ich sehe ihn nicht mal. Ich muss ihn töten. Cool. Hallo? Oh. Ja, Skelett haben wir auch getötet. Ich glaube, wir sollten das mal ganz kurz ausmachen, weil das kann jetzt auch nicht immer passieren. Ich habe gerade einen Baby-Zombie gehört. Ein Baby-Zombie wird eventuell ein bisschen schwierig, ihm nicht in die Augen zu gucken. Hallo? Ich wollte nicht auf deinen Po gucken, aber gewissermaßen wurde ich dazu gezwungen. Ey, wenn da jetzt schon mal vor, jetzt auf mein Crosshair läuft ein Schaf. Oh Gott. Junge, ein Bett ist ja allein schon hardcore. Du musst ja richtig aufpassen. So, lecker. Lass uns doch noch ein bisschen Lamm holen. Alright, soweit so gut. Wir leben schon mal 11 Minuten, sind auch nicht einmal gestorben. Das ist schon mal stabil. Oh, da vorne. Okay, kriege ich das hin? Okay, warte mal, wenn ich nach oben gucke, dann sollte ich ja keinem Delfin oder so in die Augen gucken. Generell, lol. Ja, hier wird ja wohl, also ich werde da wohl keinen Fisch angucken, wenn ich so unterwegs bin. Also hier oben wird halt kein Fisch sein, außer ich tauche aus Versehen mal ab. Das sollte gehen. Ja, schöner Himmel. Kriege ich vielleicht eine kleine Genickstarre, wenn ich die ganze Zeit nach oben gucke. Aber, ja, eine schöne aufrechte Haltung ist ganz wichtig für eben auch, für einen guten Rücken. Kino erste Reihe Simulator. So hier. Oh ja, das sieht heute echt schön aus. So gehe ich immer schwimmen, by the way. Ja, so sieht es bei mir nämlich aus. Warte, wenn ich jetzt auf den Blöcken nur gucke, dann kann mir ja generell nichts passieren. Oh ja, eine dicke Eisenbombe. Ja gut, die 4 Nuggets brauche ich jetzt nicht. Schön nur auf dem Holz gucken, bitte lass hier kein Monster sein. Danke. Okay, Papier ist jetzt nicht das, was ich brauche. Wir können halt die, ja, wir könnten halt schon den Schatz noch holen. Und ein bisschen essen. Mending, geil. Ja, soll ich den holen oder nicht? Ist ja nicht Quatsch, ist ja nicht egal. Was wir machen könnten, ist eben uns jetzt erstmal einen Wassereimer machen. Wir machen uns eben auch eine Eisenspitzhacke. Machen uns ein Schild. Wir, laufen einfach ganz entspannt rückwärts. Wieder zurück zur Küste. Ich würde jetzt einfach wirklich dann direkt schon in den Nether gehen. Wir können uns ja rein theoretisch jetzt einfach einen Lavasee suchen und dann geht's ab. Why not? Enderdrachen mit Betten könnte man halt auf jeden Fall machen. Ich meine, wir können den Enderdrachen ja trotzdem auf dem Po critten. Also wir können ihn ja trotzdem mit dem Schwert oder Axt schlagen. Wir dürfen ihn halt einfach nur nicht eben auf den Kopf hauen, sondern eher auf dem Po. Ob ich die Blazes schaffen werde? Eine Blaze kannst du ja schon irgendwie treffen, ohne dabei in die Augen zu gucken. Ich meine, wir müssen halt aufpassen, was wir und wie wir das machen. Wir können rein theoretisch auch Alternativen suchen. Eine Blaze kannst du eben auch. Wir können halt auch die Blazes irgendwie versuchen so zu töten, dass wir, naja, wir lassen die spawnen und versuchen sie von unten zu töten. Dass wir nur auf die Füße der Blaze oder halt die Stangen der Blaze schlagen. Hallo, liebe Schildkröte. Habt ihr irgendwo Lava gesehen? Ich würde ganz gerne einen Lavasee finden. Wobei, wir können uns einfach runtergraben. Ich glaube, das heißt halt auf einen offenen Lavasee, oder? Wir gehen einfach runter. Okay, es sieht erstmal gut aus. Ich glaube, dass wir erstmal mehr oder weniger hier sicher sein sollten. Wir haben auch ein bisschen Holz dabei. Wir haben eigentlich ganz guten Stuff. Und dann sollte es eigentlich klar gehen. Achtung vor Fledermäusen. Fledermäuse? Ich habe gestern noch so über die Fledermäuse gerantet. Aber ich sag's euch auch mal ganz ehrlich. Fledermäuse sind eben noch nicht wirklich sinnvoll. Die Dinger droppen halt nicht mehr XP. So, jetzt erstmal der alte Klassiker. Wir suchen nach einem Lavasee. Generell musst du erstmal gucken, dass du halt keinen Pigman anguckst. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Light? Lavasee. Bitte sei einfach 2 Blöcke tief.
Wow, perfekt, danke dir. Geiler Lavasee. Ah, okay, das ist schon etwas, was ich mir eher vorgestellt habe. Das sieht nämlich nach was aus, womit wir arbeiten können. Gut, dann, ja, let's go. Ich denke mal, glücklicherweise können wir unserem Nether-Portal immer noch in die Augen gucken. Portal steht, wir brauchen, haben wir sogar. Ey, wir sind doch equipped, wie man es möchte. So, wir machen uns mal direkt eine zweite Spitzhacke, weil die Eisen ist ja eh schon bald kaputt. Dann würde ich sagen, auf chillig, können wir uns das ja mal erlauben, noch eine Chestplate mitzunehmen. Dann haben wir noch 6 Stück, dann geht's ab. Bezüglich den Villagern würde ich versuchen, sie in ein Loch zu locken und dann in 3 Blöcke tiefe Half-Steps zu setzen und sie an den Füßen anzuklicken. Ich denke, das würde gehen, auf jeden Fall. Ich denke mal, wir werden aber, wenn ein Village nur dafür benutzen, um eben einen Bogen ranzuholen und Pfeile. Das wird das Einzige sein. Aber wir müssen jetzt keine Enderperlen trainen oder so. Ich würde es halt wirklich mit Pigments machen. Wir gucken einfach mal, Leute. Learning by doing. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir auf die Schnauze fliegen, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn diese 24 Minuten wegfallen. Was jetzt, by the way, nicht heißen soll, dass ich das jetzt wirklich instant verkacken möchte. Hallo, Nether. Ich habe irgendwie Angst, irgendwo hinzugucken. Guck da weg. Guck da. Gehen wir mal hier nach oben, wa? Leute, was machen wir eigentlich, wenn ein Ghast spawnt? Einem Ghast kannst du ja an sich nur ins Gesicht gucken. Ein Ghast ist ja ein schwebendes Gesicht. Ach, perfekt, dass ich einen jetzt höre. Digga, da ist ein Strider, by the way, im Lavaaufzug. Ich würde einfach mal sagen, wir hoffen einfach mal, dass wir Glück haben, wa? Ich habe noch kein Goldpiece. Okay, warte mal. Wir müssen... Kriegen wir das hin, jetzt hier zu überleben, ohne den... Also ohne die anzugucken? Hallo? Lass mich in Ruhe. Oh Mann, ich sehe hier echt viele potenzielle Augen. Einfach mal laufen. Hallo, ja, ich gucke ein bisschen nach unten. Ich bin ein bisschen schüchtern. Danke, bitte. Ciao, ciao. Meinst du, das Essen reicht? Vermute ich nicht. Aber wir könnten uns halt sozusagen goldene Karotten machen. Das ist so ein bisschen mein Ass im Ärmel. Mal, guck mal. So, Goldschuhe, let's go. Haben jetzt auf jeden Fall eine bunte Rüstung, einen guten Mix. Mal gucken. Ja, oh Gott. Ich habe dir nicht in die Augen geguckt. Mm-mm. Habe ich nicht. Angenehm ist halt in einem Sausen Valley, dass es halt hier echt nicht viele Monster gibt, außer eben Skelett und Ghast. Es gibt halt nicht so viele Pigments, die du aus Versehen angucken kannst. Ach, das ist jetzt auch ein Joke, ne? Digga, der spawnt vor mir. Hallo, ich lebe. Ich weiß nicht wie, aber ich lebe. Lass uns einfach mal hoffen, dass uns vielleicht eine Festung entgegenkommt und keine Lava. Lava? Spaß, keine Sorge. Aber seid ihr wach? Habt ihr gute Reflexe? Ist ja nicht Lava unter mir? Nee, ne? Oh, alles klar. Cool. Ja, ich sehe, by the way, immer noch nicht so viel von dem, was ich sehen möchte. Und das ist eigentlich lila, beziehungsweise Netherbrick farmed. Ja, oh mein Gott, es ist okay. Cool, okay, das ist basically einfach das, was wir gerade eben schon gesehen haben, nur aus einem anderen Winkel. Juhu, Festung! Ich habe sie zuerst gefunden. Leute, ich habe jetzt gerade ein ganz anderes Problem, ne? Hier sind Skelette und ich muss jetzt hier über... anderes Problem, was ich habe, ist, dass wir jetzt gerade in einer Festung sind, wahrscheinlich. Also, wir sind gleich in einer Festung. Moment. Und ja, wir sind in einem Sourcen Valley. Das seht ihr hier. Und dadurch spawnen sehr viele Skelette. Und eben dann auch Wither-Skelette hier. Das ist nicht so cool. Also, das ist ja eigentlich nicht so geil. Und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich die Blazes nicht töten möchte. Und ich glaube, ich sollte mir als allererstes erstmal ganz genüsslich ein paar Bratkartoffeln machen. So, zack, klack, klack. Ey, da vorne haben wir sogar einen Blaze-Spawner. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ah, ich verstehe. Wir sind auch wieder auf dem Spigot-Server. So, wir locken uns erstmal die hier ran. Killen sie mit den Füßen, damit sie erstmal weg sind. Das ist jetzt auch ein Witz, ne? Ohne Looting. Einfach ohne Looting auf chillig. Einfach ganz normal. Casual mache ich das mal. Ach, Digga, ihr... Moin. Okay, warte mal. Wie kill ich jetzt diese Kollegen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein Spawner generell ein bisschen gefährlich wird für mich, ne? Ich hätte mir vielleicht vorher Gedanken machen sollen zum Nether. Ich bin komplett überfordert gerade. Nach unten R5. Ich muss ihn ja trotzdem anvisieren. Okay, warte mal. Ja, guck mal. Aber er hat ja schon trotzdem ein eindeutiges Gesicht. Ich denke mal, ich krieg das doch hin, ihm auf die Füße zu hauen. Aber nicht, wenn 8000 andere auf mich auch schießen.
Erster, wir haben sie getötet, aber unser Essen wird niemals ausreichen. Leute, es spawnen mir hier zu viele Monster gerade, ne? Ja, nice, dass sie auch nichts droppt, Mann. Okay, Leute, wenn ich jetzt da zum Spawner gehe, dann wisst ihr halt alle, das wird halt nicht gut gehen, oder? Das wird halt ernsthaft überhaupt nicht gut gehen. Also, wie soll das gut gehen? Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit einfach nur nach oben gucke, könnte vielleicht... Wenn ich dich jetzt von unten angucke, gucke ich dir in die Augen? Nein, guck ich nicht. Natürlich, also man hat ja unten auch nicht die Augen, außer Hühneraugen. Vielleicht mal. Eine haben wir schon mal. Aber ich habe irgendwie Angst und zu wenig Essen und Probleme. Viele Probleme. Okay, zwei. Okay, cool. Können wir trotzdem nochmal über die Gesamtsituation nachdenken, was ich mit meinem Essen vielleicht mache? Wir können uns halt Pilzsuppen ranholen. Oder jetzt einfach Augen zu und durch, einfach mal durchziehen. Okay, vier Stück. Wenn ich sechs habe, gehe ich auch schon raus. Mit sechs, yalla, goodbye. Mit sieben, meinetwegen erst recht. Wer will denn noch auf mich schießen? Ach Leute, vier Stück. Womit habe ich das verdient? Eine goldene Karotte. Ja, schön chilliges Single Spawns. Das ist doch auch geil. Und schön rausfliegen, dass ich ihn einfach nicht mehr hitten kann. Geil. Richtig, richtig geil. Wie sieht's aus, Blaze? Wollt ihr vielleicht eventuell runterfliegen einfach zu mir? Das wäre doch ganz cool. Ich weiß, also falls ihr euch fragt, ob ich weiß, was ich hier gerade tue, irgendwie ja. Aber irgendwie bin ich auch einfach verzweifelt gerade. Okay, eine Blaze ist hier noch neben mir. Und zwar, warte mal, wo ist die? Die ist links von mir, also hier. Geh weg! Geh weg! Ich hab... Okay, ja, fünf. Easy. Ganz entspannt. Okay, das ist noch nie passiert. Also das ist ja... Was? Ich wollte das Steinschwert. Warum will ich denn überhaupt mein Inf sortieren? Ey, das ist halt so safe hier rausgeflogen, oder? Ja, okay, alles klar. Okay, okay, okay. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Aber wir haben ja noch zum Glück eine Menge Essen. Oh mein Gott, das kann's ja gar nicht sein. Okay, wir haben gar nichts. Wir haben nicht mal mehr Essen. Ja, jetzt hätten wir auf jeden Fall sechs Stück. Ein Schuss, ein Treffer. Soweit so gut. Freunde, wir brauchen Essen. Dringend. Sehr dringend. Ach, du hast mir gefehlt. Ja, Hoglins wären auch eine Idee, aber ich möchte eigentlich jetzt nicht noch ein größeres Risiko eingehen. Ich gehe jetzt einfach auf Nummer sicher. Ich hole mir einfach ganz entspannt die Pilze hier. Tja, Leute. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Spannung hier drin in dem Laden, ne? Hehe. Und ich hoch und verbrenne die dann. Ja, wird ein bisschen schwierig mit Timing, dass du die verbrennst und nicht eben einfach noch dein Stuff verbrennst. Oh mein. Oh mein. Leute, ihr könnt Real Talk mal stolz auf mich sein, ne? Könnte sein, dass es funktioniert. Kann auch sein, dass es voll in die Hose geht. So, ich habe das Gefühl, das könnte rein theoretisch vielleicht funktionieren. So, der sollte auch bitte sterben. Der droppt aber kein Dings. Was machen wir, wenn der da jetzt wirklich Fleisch drin liegt? Also es ist halt jetzt echt nicht so geil mit einem Hopper, aber es könnte rein theoretisch funktionieren. Das verbrennt.
Freunde, jetzt mal Real Talk. Das ist ultra krass, dass das funktioniert. Das hätte auch keiner gedacht. Ja, so kriegen wir auf jeden Fall entspannt unser Fleisch ran. Dicker, wie gut bin ich in diesem Spiel? Ich finde, man könnte ja echt denken, ich spiele dieses Spiel echt schon lange. Ja. Ist es jetzt in den Dropper gegangen? Ich meine, ich brauche gar nicht mal die Lava. Ich habe gar keine Gefahr, dass das verbrennt, weil die sich einfach gegenseitig töten. Alright. Man muss erfinderisch werden. Wenn du eben ein bisschen Essen brauchst im Nether und dabei irgendwie die Tiere nicht in die Augen gucken darfst, dann machst du es eben so. So, eigentlich mögen die sich ja nicht. Junge, krass, wie stark er ist. Junge, 4 Fleisch, easy. Ich weiß gar nicht, ein bisschen Fleisch sollten wir noch holen, sicherheitshalber, ne? So, tötet euch mal. So, Piglin ist raus, aber wir haben natürlich noch eine gute alte andere Alternative. Und zwar diese hier. Und das Ganze wird uns auch direkt gebraten im Hopper jetzt serviert. So, wie ich es möchte. Lecker. Digga, es ist insane, wie das funktioniert, ne? Ja, wobei, ich glaube, wir können auch einfach mit 7 Stück jetzt schon zocken gehen. Komm, wir gehen jetzt einfach mit 7 Stück spielen, wenn es wieder ein bisschen knapp wird. Oder 6 Stück eben. Wenn es jetzt wieder zu knapp wird, dann müssen wir halt wieder umdrehen. Okay, ich habe sie eingesammelt, sehr gut. 2 Stück. Okay, ich weiß nicht so ganz, wie ich vorgehe. Also das ist mir viel zu voll mit Wither-Skeletten. Hier könnten wir... Wie spielen wir das am besten? Wither-Skelett links kann uns nichts tun, weil wir da zugebaut haben. Okay, Slime ist nicht so geil. Machen wir einfach unten zu. Okay. Unter dem Spawner-Zäune. Ich weiß nicht, ob das so clean funktioniert. Wir probieren einfach mal. Komm. Einfach auf die alte Art, wie wir es auch vorhin hinbekommen haben. Wofür der Kopf? Ich habe den halt aufgesammelt und freue mich darüber. Hallo? Ist das Ding kaputt oder... Als ob es nicht stressig genug wäre, ne? Alright, wir haben 3 Blazes. Verstehe ich die Schwierigkeit nicht oder was soll an der Challenge so schwer sein? Ich denke, dann verstehst du die Schwierigkeit nicht. Also, weil du jetzt so gefragt hast. Yo, ne? An den Kollegen, der gerade noch gefragt hat, was an der Challenge so schwer ist. Frage, Antwort. Yo. Und es ist halt das Ding, aber es ist halt krass, dass wir es so lange überlebt haben. Es war unser erster Try immer noch. Ich glaube, wir haben uns jetzt mittlerweile ein kleines System ausgeklügelt, wie man auf jeden Fall im Nether, ohne dabei Tiere anzugucken oder Hoglins anzugucken, eben Fleisch bekommen kann. Aber ich glaube, beim nächsten Mal nehmen wir einfach direkt mehr Fleisch mit.